So, jetzt gehen wir mal zu eurem Hauptquartier, ne? Das will die Story ja schon seit einiger Zeit. Oh, was ist denn da los? Sorry, ich bin gerade abgelenkt. Mörder. Doppelmörder. Und ich denke noch so, ja, Wasser, cool, weiche Landung. Hm? Gut gemacht, Leute, gut gemacht. Ihr seid nicht allein, Al-Qadassim. Und ihr müsst keine Angst haben. Lasst mich eure Hilfe mit Taten zurückzahlen, Assassine. Wenn ihr mich wollt, schließe ich mich euch an. Er hat natürlich gleich mal sämtliche meiner Roma vernichtet, die hinter mir hergelaufen sind, aber naja, warum auch nicht. Guten Abend, die Dame. Ich sah fröhlichere Menschen am Galgen. Klug scheißt woanders, Effendim. Die Byzantiner stahlen uns einen halben Jahresverdienst. Midis Piace, kann ich helfen? Vielleicht. Seit Jahrhunderten wird mein Volk verunglimpft und beleidigt. Man schimpft uns Hexen und Zauberer. Nun, so sei es. Wir laufen nicht mehr vor diesen Lügen davon. Wir begrüßen sie. Bestärkt diese Gerüchte. Es ist besser, gefürchtet zu werden, als ignoriert. Das hört sich gut an. Hier ist mein Plan. Jeder, der diese Geldtruhe berührt hat, muss sterben. Aber diskret, wie durch einen heidnischen Fluch. Der Fluch der Roma wird zu unserem Segen. Vielleicht lassen uns die Leute dann endlich in Ruhe. Gut, habt ihr zufällig nachvollzogen, wer von denen jetzt das alles war, der die Tour angefasst hat? Eine Gruppe byzantinischer Templer hat eine Truhe mit dem Gold der Roma gestohlen. Vergiften sie alle, die es wagen, die Truhe zu berühren, um den Eindruck zu erwecken, die Truhe sei verflucht. Zwischen Roma untertauchen und alle Ziele vergiften. Ja, das kriegen wir hin. Untertauchen wollte ich sowieso und vergiften immer. So, Gift. Da! Na gut, hätte ich rausgekommen. Naja, egal. Würde sagen, ihr schafft das schon. Dazu braucht ihr mich gar nicht, Leute. So, jetzt aber zu unserem Auftrag. Wir sollen Fluch sprechen. Ich hab den Schädel gefunden, Leute. Es ist wahr. Zumindest habe ich einen Schädel gefunden. Das heißt noch lange nicht, dass es dieser Schädel ist, aber zumindest ein Schwert hatten sie. Was auch nichts heißen muss. Vielleicht habe ich hier eine Fälschung an mir. Aber egal, solange es so gut funktioniert wie das Original.
Ich gehe ein bisschen langsam in der Hoffnung, dass die Typen hinterherkommen. Ah, da sind sie ja, die Typinnen. Ah, verstehe. Könntet ihr mich bitte mitnehmen, wenn ich euch folgen soll? Das ist doch merkwürdig. Habe ich dir das von dem Patriarchen Semion erzählt? Ich wollte ihn erpressen, aber er lachte nur und drohte sein Beichtgeheimnis zu brechen. Ich habe jetzt kriegt er Geld von mir. Abhandlung von sag mal, wo legst du deine Leichen ab? Ich hab immer den alten Haufen gemacht. Am Ende fehlen sie alle zu schmecken. Sogar trotz der Sandsäcke und Ketten. Ihr wart schon mal kooperativer, was das Einhüllen angeht. Ich liebe es, die Bettler fertig zu machen. Hey, aber anfangen wir, um aufs Thema zurückzukommen. Können wir helfen? So viel Geld, ich kann es nicht glauben. Lass mal sehen. Später. Gott, unglaublich, wie schwer. Gut, dann halt so. Soll ich sie für dich tragen? Was ist los? Ist er krank? Was geht euch denn, Philos? Beruhigt euch doch. Lasst ihn, wir müssen weiter. Was geht euch denn, Philos? Beruhigt euch doch. Solche Anfälle, die man nicht. Dann folgen wir doch mal dem, der gerade die Truhe trägt. Verflucht wird er sein. Das war mein Gift. Was zum Teufel geht hier vor? Ist das der Fluch der Roma? Gott hilf uns. Keine gute Idee. Schneller. Kugeln, Schwefel, Gift hatte ich jetzt gehofft, aber okay, dann halt nicht. Und zwar unverzüglich. Nur in dieser Woche bietet die Galata-Werft den Ausverkauf zu Ehren des Sultans an. Große Rabatte auf Kähne. Was zum Teufel? Halt! Ihr werdet noch jemanden verletzen. Gott, steh mir bei. Stirbt er jetzt oder nicht? Ah. Na, dann holen wir uns nochmal die Truhe zurück. Miladies, darf ich? Die alten Tricks sind immer die besten. Seid vorsichtig, Ezio. Es heißt, die Truhe sei verflucht. Wohin? Belladonna. Hier lang. Und bleibt wachsam. Kennt ihr den Begriff Ägyptier? Kenn ich. Sie. Wusstet ihr, dass das Wort aus der irrigen Annahme entstand, mein Volk käme aus Ägypten? Findet ihr das beleidigend? Ich finde es lustig. Mein Volk stammt aus dem Osten Persiens und darüber hinaus. Und doch wurden wir zu Einwohnern eines Landes gemacht, das wir nie sahen. Die sind alle von der Truhe weggegangen. Die Menschen urteilen schnell und korrigieren sich nur langsam. Menschen sind dumm. Manchmal. Ezio. Die einfachste Antwort ist doch meist die beste. Warum kommen
hier immer die Verrückten und die Hausierer entlang. Los Leute, die Truhe ist verflucht! Flüchtet! Den scheint es nicht zu interessieren. Oder doch? Es interessiert ihn. Gut für ihn. Hallo, alle beisammen. Ich bringe Ihnen Ihr Geld zurück. Ihr solltet es zählen. Sicherstellen, dass nichts fehlt. Ihr habt unseren Dank, Ezio. Und von jetzt an könnt ihr auf uns zählen. Egal was, egal wann. Gut zu wissen. Wenn ich, sagen wir, Geld leihen möchte, komme ich zu euch. So, damit ist das auch erledigt. Was ist das hier, hä? Kanalausfluss? Scheint ein bisschen so zu sein, wa? Hauptsache stinkt das Zeug jetzt nicht extrem. Könnte bei künftigen Dates etwas seltsam wirken. Na komm, du wirst doch wohl da raufkommen, oder nicht? Wollte schon sagen. So, meine Vorräte sind zwar gerade alle noch ein bisschen angeschlagen, aber das muss ja jetzt nicht uns die Laune versauen. Das tun eher irgendwelche Templer, die einfach nicht sterben wollen. Hat der irgendwas bewacht oder was soll das hier darstellen? Es wird Zeit, dass wir langsam mal wieder ein bisschen was an, weiß nicht, neue Rüstung reinkriegen oder so. Da lang wollte ich. Nette Vorstellung, doch was soll das? Das soll eine Flucht darstellen. Wollt. Besser jetzt die Bank kaufen, während man Geld hat, bevor man eine Bank kaufen muss, während man keins mehr hat. Natürlich habe ich gerade gar kein Geld, das war total gelogen, wie mir scheint. Mist. Mist, Mist, Mist. Also, mir fehlen einfach die Worte. Das ist schön, dann funktioniert meine Taktik. Na dann, synchron, oder auch nicht. Jetzt aber? Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du loslassen könntest. Ah, du bist doch doof. Das sieht unsicher aus. Soll ich ihn aufhalten? Na, wieso aufhalten? Soll er noch darunter fallen, ist doch nicht unser Problem. Ich wünschte, es würden mehr Wachen so denken wie ihr. Oh, praktisch. Da unten kann ich meine Assassinen losschicken. Arm ausgekugelt, aber sowas von. Sehr geschickt. Ich reiß mir da gerade einen Arm ab und der kommt mir mit sehr geschickt. So, na dann. Irgendein Assassine, der meint, er könnte aufsteigen. Du siehst aus, als würdest du gerade viel machen wollen können. Jo, noch irgendwer? Ne, nee, so richtig. Ich dachte jetzt eigentlich, ich habe die Stadt zurückerobert, aber offenkundig doch nicht. Na komm, hier, nehmen wir mal die Kleine mit, dann habt ihr Spaß vor Ort.
Nicht in dem Sinne, wie jetzt manche verstehen können. Oh, nicht genug Geld, ich bin pleite und kann noch nicht mehr meine Leute losschicken. Wie sieht das denn aus? Armselig. Wobei, wenn ich mal drüber nachdenke, armselig ist so ein Wort, was impliziert, dass die Seele arm ist. Was heißen könnte, dass sie sündenbelastet ist. Beeindruckend für sein Alter. Wortbedeutung ist so, sowieso teilweise echt interessant. Habe ich gerade erst gelernt, ne? Frohen Leichnam zum Beispiel hat nichts mit happy und lucky und super coole Leiche zu tun. Sondern ist frohen irgend so ein altdeutsches Wort, was im Prinzip von dem Herrn heißt. Und deswegen sozusagen hier der tote Körper des Herrn. Frohen Leichnam. Irgendwie so. Daher musste wahrscheinlich auch Frönen kommen. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, in welchem Kontext. Dazu nimmst du jetzt mal noch Weihnachten. Vielleicht kommt ja dann bei frohen Weihnachten noch was ganz anderes raus. Dann wird das Fest schon wieder heiliger, als es mittlerweile eigentlich ist. Ist auch noch die Rüstung zerbrochen. Finde ich nicht gut. Na, da vorne ist ja gleich ein Klöppelmeister. Den ich erst kaufen müsste. Und mir nicht leisten kann. Nein! Ich glaube, diese paar Pennys, die ich hier dabei rauskriege, die werden mir nicht wirklich helfen, aber egal. Jetzt sind sie tot, das kann ich auch nehmen. Ja, ja. Bei Zeiten.